Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ja, vollkommen überraschend trudelte vor einigen, mittlerweile Wochen, die neue InStyle-Box bei mir ein. Also irgendwie hatte ich die überhaupt nicht auf dem Schirm, beziehungsweise habe überhaupt nicht damit gerechnet, da die eben nur ja, alle 3 Monate rauskommt. Und irgendwie war der Abstand zur letzten Box doch recht klein, aber was soll ich sagen? Ich habe heute auf jeden Fall das Unboxing der aktuellen InStyle-Box für euch. Wie gesagt, ich war total perplex, als mir der Postbote auf einmal ja, diese Box vor die Tür gelegt hat, da ich schlichtweg nicht mit ihr gerechnet habe. Umso schöner ist es jetzt, dass wir uns hier zusammengefunden haben, um eben zusammen ja, diese prall gefüllte und super schwere Box zu unboxen. Von daher würde ich sagen, beende ich das Intro an dieser Stelle jetzt auch, denn die Box ist wirklich richtig, richtig prall gefüllt. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Einschalten und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Unboxing der aktuellen InStyle-Box. Bei dieser Box handelt es sich logischerweise um die Winterausgabe. Das heißt, ich erwarte hier natürlich schön winterliche Produkte, die einem eben helfen, ja, durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Ich würde sagen, ich versenke meine Hand jetzt einfach blind in dem Paket und ziehe hier von Mary Kay eine Metallic Peel-Off Maske raus. Ich habe gerade noch gesagt, Produkte, die uns helfen sollen, durch den Winter zu kommen. Peel-Off-Masken helfen mir definitiv nicht. Also das ist ein Produkt, ja, welches ich definitiv weitergeben werde. Also meine Haut mag so oder so schon keine Peel-Off-Masken. Und meine Winterhaut mag Peel-Off-Masken schon gar nicht. Ich hatte, glaube ich, bewusst noch nie ein Produkt von Mary Kay bei mir zu Hause. Und dieses Produkt wird das jetzt auch leider nicht ändern. Denn, wie gesagt, Peel-Off-Masken, vor allem, ja, glitzert die auch noch. Ich meine, die soll ja so ein metallisches Finish haben. Ich mag keine Peel-Off-Masken. Also ich reiß mir da immer mehr Härchen raus als sonst was und ja, ich bin einfach überhaupt kein Fan von solchen Peel-Off-Produkten, von daher wird die hier direkt weiter wandern. Logischerweise kommt diese Maske im Heftchen besser weg als bei mir, denn hier steht jetzt drin, dass diese Maske die Haut beruhigen, kühlen und mit Feuchtigkeit versorgen soll. Plus sind hier wohl Hyaluronsäure, Pfingstrosenwasser und andere antioxidative Inhaltsstoffe drin, die eben dafür sorgen, dass die Haut beruhigt durch die Winterzeit kommt. Aber für mich passt beruhigte Haut und Peel-Off-Maske einfach nicht zusammen. Also ich meine, klar, man kann eine Peel-Off-Maske auch abwaschen, das ja, aber das ist für mich nicht Sinn und Zweck einer Peel-Off-Maske. Von daher, nee, also die wird definitiv weiter wandern, da ich nach wie vor keine Peel-Off-Masken mag. Bei dem nächsten Produkt handelt es sich um ein Produkt, welches wir schon in der, ich glaube, Barbara-Box hatten und welches aktuell auch bei mir unter der Dusche steht, mit welchem ich sehr zufrieden bin. Und zwar hätten wir von Schwarzkopf Glisskur die Langhaarschutz 2 in 1 Kur. Das ist dieses schöne Töpfchen hier und ich meine, das hatten wir eben schon in der Barbara-Box drin. Das hatten wir auf jeden Fall in irgendeiner Box, denn es steht bei mir unter der Dusche und ich habe es mir definitiv nicht selbst gekauft. Das ist eine tolle Maske, also die gefällt mir unheimlich gut. Die riecht atemberaubend gut. Also ich habe wirklich lange keine Haarpflege mehr gehabt, die mir vom Duft so sehr zugesagt hat wie die hier. Also das ist wirklich ein ganz, ganz toller Duft und meine Haare fühlten sich danach auch phänomenal an. Also ich benutze relativ selten eine Haarmaske, muss ich sagen, weil das ist dann irgendwie so ein extra Step, wo ich immer nicht weiß, was ich unter der Dusche dann noch machen soll. Aber wenn ich sie mal benutze, dann fühlen sich meine Haare wie transformiert an. Also die sind seidig weich, sie riechen angenehm und das ist wirklich ein richtig, richtig schönes Produkt, was ich jetzt im Backup habe, aber darüber freue ich mich wirklich sehr. Wie der Name schon vermuten lässt, dient dieser Langhaarschutz dem Schutz und der Pflege für langes und geschädigtes Haar.
Sie ist eben speziell auf die Bedürfnisse des langen Haares abgestimmt, bietet Schutz vor trockenem Haargefühl und schenkt fühlbar geschmeidiges Haar, was ich auch definitiv bestätigen kann. Sie ist mit einem Biotinkomplex und wertvoller Pfingstrosenessenz angereichert, die eben die geschädigten Haarlängen reparieren soll und das Haar von einem fettigen Ansatz befreien soll. Fairerweise muss ich aber sagen, dass ich mir die Maske nie in den Ansatz schmiere. Also ich schmiere mir die wirklich nur in die Längen. Mein Ansatz würde mir den Vogel zeigen, wenn ich da auf einmal eine Maske reinschmieren würde. Aber kurzum, das ist eine wirklich, wirklich tolle Maske, die mir sehr gut gefällt. Bei dem nächsten Produkt handelt es sich zwar auch um ein Produkt für die Haare, aber im Gegensatz zur Maske habe ich für dieses Produkt leider ja keinerlei Verwendung. Wir hätten hier nämlich einmal so eine gigantische grau-blaue Haarklammer. Also die ist wirklich riesengroß. Die ist anscheinend von Six, von der günstigen Schmuckfirma. Ja, und hier haben wir eben diesen gigantischen Haarclip. Brauche ich nicht, um ehrlich zu sein. Also ich benutze solche großen Klemmen super selten. Und wenn, dann habe ich irgendeine 20 Jahre alte vom Rossmann hier noch irgendwo rumfliegen. Ich bin tatsächlich eher ein Verfechter von Haargummis. Also wenn mir die Haare wirklich mal im Weg sind, mache ich mir einfach einen hohen Oma-Knödel. Und ja, das reicht mir dann vollkommen aus. Von daher, ja, habe ich einfach keine Verwendung für solche Haarklammern. Ich finde die jetzt auch nicht sonderlich schön, muss ich sagen. Von daher wird die hier weiter wandern. Diese Barrett-Haarspange wird hier jetzt auch wieder besonders blumig beschrieben, dass sie eben eleganten Roben einen besonderen Touch verleihen soll. Ein verspielter Haarschmuck, perfekt für Festivals und Veranstaltungen. Nein, also mit so einem Ding würde ich definitiv zu keiner Veranstaltung, zu keinem Festival, und ich sehe dieses nicht gerade schöne Klemmerchen auch nicht als Aufwertung von irgendeinem Produkt. Also nein, das tut mir leid. Schreiberling, du hast dich wirklich verausgabt, aber die hier wird bei mir dennoch weiter wandern. Als nächstes hätten wir eine längliche Tube, und zwar eine Hand- und Bodylotion von Boss in dem Duft Alive. Das finde ich eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Also als Handcreme würde ich es wahrscheinlich nicht verwenden, aber als Bodylotion finde ich das eigentlich ganz schön. Ja, ist auch ein sehr angenehmer Duft und ich glaube, dass ich diese Bodylotion meiner Mutter überlassen werde. Also die mag solche parfümierten oder ja zu Düften gehörenden Bodylotions eigentlich immer sehr gerne. Von daher würde ich die, glaube ich, meiner Mutter überlassen. Das ist aber eine schöne Größe, muss ich sagen. Das sind jetzt 75 Milliliter. Da kann man sich auf jeden Fall ja gut mit eincremen und Boss ist eigentlich auch immer solide. Also Boss hat wirklich einige schöne Düfte im Angebot und das ist im Prinzip doch ein richtig schönes Produkt, welches an meine Mama gehen wird. Nicht wundern, ich lese euch jetzt den Text über die Bodylotion nicht vor, sondern mache direkt mit dem nächsten Produkt weiter, da eben wirklich absolut nichts Wissenswertes drin stand. Von daher springen wir jetzt einfach zum nächsten Produkt. Und das ist eine richtig, richtig schöne Sache für den Winter, denn wir hätten hier einmal von Rabenhorst für das Immunsystem einen Direktsaft mit Vitamin C und Zink mit drin. Und zwar hätten wir den nicht nur einmal, sondern zweimal. Das finde ich richtig, richtig super, denn ja, was kann man im Winter besser gebrauchen als ein starkes Immunsystem? Gerade jetzt durch diese ganzen Masken, durch die Maskenzeit ist das Immunsystem schon merklich schwächer. Von daher kann man so kleine Shots hier auf jeden Fall gebrauchen. Ich meine, diese zwei hier werden den Kohl jetzt auch nicht fett machen. Also die trinke ich einmal schnell aus und dann ist gut. Wenn man das aber regelmäßig nimmt, glaube ich schon, dass das einen positiven Effekt für den Körper, für das Immunsystem haben kann. Aber ich werde es hier in meinem Fall ja bei den beiden belassen, es mir nicht in groß nachkaufen, aber das ist dennoch eine richtig schöne Sache.
Ich hatte euch ja gesagt, dass dieser Saft hier Vitamin C und Zink spenden soll. Und diese Inhaltsstoffe bekommt er aus saftigen Äpfeln, aus sonnengereiften Mangos und wertvollen Acerola-Kirschen. Und dieser hier soll eben wirklich auch besonders lecker schmecken. Man hat natürlich ganz oft solche Säfte, die prinzipiell gut für einen sind, die aber furchtbar schmecken. Das soll dieser hier nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Ich hatte die Säfte von Rabenhorst tatsächlich noch nicht. Aber wie gesagt, das ist eine schöne Sache, gerade für den Winter. Und die hier werde ich definitiv vernichten. Wir machen mit einem Produkt von Judith Williams weiter. Und ich muss sagen, von Judith Williams hatte ich tatsächlich noch nicht so viele Produkte hier bei mir zu Hause. Und das klingt im Prinzip auch spannend, auch wenn ich es wahrscheinlich... Ja, ich muss mal gucken, ob ich es behalten werde. Und zwar wäre das von Judith Williams das Niacinamid Expert Gesichtspeeling mit 5%igem Niacinamid und Multi-Glow-Komplex. Was ein Name. Also das ist im Prinzip ein chemisches Gesichtspeeling mit Niacinamiden und Glow-Komplex. Klingt ganz interessant. Ich denke, ich werde es doch mal versuchen. Ich habe nämlich aktuell durch die ganzen Boxen, durch die Adventskalender, durch Trash-Pakete etc. so einen großen Vorrat zu Hause, dass ich wirklich nicht mehr weiß, wohin mit den Sachen. Von daher bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, was ich jetzt behalte, was ich nicht behalte. Aber das klingt auf jeden Fall richtig, richtig interessant. Es soll eben dafür sorgen, dass die Haut rein, strahlend und porenverfeinert ist. Hat eben, wie gesagt, einen 20%igen Vitamin-C-Komplex und die 5%igen Niacinamide. Und, ach, wisst ihr was, das werde ich behalten. Ja, das geht auf AHA-Komplexbasis und auf Fruchtenzym-Basis und das werde ich behalten. Also doch, das habe ich jetzt spontan beschlossen, denn das klingt wirklich interessant tatsächlich. Ich bin bei chemischen Peelings immer so ein kleines bisschen vorsichtig, aber ich bin doch schon sehr interessiert, von daher werde ich das hier auf jeden Fall ausprobieren. In diesem Peeling versteckt sich auf jeden Fall Gott und die Welt, denn ich hatte ja schon gesagt, hier sind 5%ige Niacinamide drin, ein Komplex aus Vitamin C und AHA-Säuren sowie Enzymen aus Mango, Papaya und Granatapfel. Es soll die Haut klären und sie reinigen, eine glatte und geschmeidige Hautoberfläche zaubern und die Hautregeneration und Balance verbessern. Das klingt schon gut. Doch, das ist eine schöne Sache, da bin ich sehr gespannt drauf und die werde ich definitiv ausprobieren. Ein Produkt, welches ich aber nicht ausprobieren werde und welches eigentlich auch nicht in eine Winterbox gehört, ist von St. Moritz das Selbstbräunungskonzentrat für Gesicht und Körper. Im Sommer meinetwegen. Wenn man im Frühling schon mit dem Bräunen anfangen möchte, meinetwegen. Aber wann ist bitte mal die Zeit für eine richtig kalkweiße Haut als im Winter? Also wenn man nicht mal irgendwie im Winter eine vornehme Blässe tragen darf, wann dann? Also ich kann diese ganzen Selbstbräunergeschichten nicht mehr sehen. Wie gesagt, ich verstehe es im Sommer, ich verstehe es meinetwegen auch im Frühling, wenn man sich da so ein bisschen vorbereiten möchte. Im Winter verstehe ich es in dem Sinne auch, dass man nicht so kränklich, so blass aussehen möchte. Aber ich als Verfechter der natürlichen Blässe finde so ein Produkt im Winter einfach nur unnötig. Also, ich meine, man geht doch automatisch davon aus, wenn man einen komplett gebräunten Menschen im Winter sieht, dass er entweder Selbstbräuner verwendet hat oder eben frisch im Urlaub war. Aber für mich passt Bräune und Winter einfach nicht so zusammen. Aber wie gesagt, ich bin auch ein Verfechter der Blässe. Mir macht es nichts aus, wenn ich kränklich aussehe. Ich habe damit kein Problem. Von daher, ja, wandert dieses Produkt hier definitiv weiter. Bei diesem Bräunungsbooster handelt es sich übrigens um Bräunungsdrops, die man eben ja in die Gesichtscreme oder in die Bodylotion mischen kann, dass man eben so ein ja streifenfreies Ergebnis bekommt. Hier steht auch, dass bereits 1 bis 3 Drops ausreichen, um einen leicht gebräunten Teint im Gesicht zu zaubern.
Ja, wie gesagt, ich brauche es nicht. Falls es von euch aber den ein oder anderen geben sollte, der eben die St. Moritz Produkte klasse findet und sie gerne ausprobieren möchte, mit dem Code INSTYLE20 bekommt ihr bis zum Ende des Jahres 20% auf die Produkte von St. Moritz auf www.stmoritz-shop.de. Wer also bis zum Ende des Jahres 20% sparen möchte, kann das mit dem Code sehr gerne tun. Ich werde ihn definitiv nicht einlösen, aber vielleicht ist der ja für einen von euch was. Wir machen einmal mit einem dekorativen Make-up-Produkt weiter. Und zwar hätten wir hier einmal einen Highlighter-Stick aus dem Hause Banana Beauty in der Farbe Dear Sparkle. Der kommt einmal in der klassischen Banana Beauty-Verpackung. Und ich muss gestehen, Banana Beauty kriegt mich einfach nicht. Also ich finde die Marke tatsächlich maximal uninteressant. Ich finde die von der Optik her nicht wirklich ansprechend. Ja, so ein Stick-Highlighter kann ich persönlich jetzt auch nicht verwenden. Der kommt hier in so einem, Champagnerton, würde ich sagen. Aber der wandert weiter. Also Banana Beauty ist einfach keine Marke, die ich irgendwie spannend finde, die ich interessant finde, wo ich unbedingt mal was von ausprobieren muss. Es kann vielleicht auch daran liegen, dass meist immer doch Farben in den Boxen vertreten sind, die mir nicht so gut stehen. Vielleicht mag ich Banana Beauty deswegen nicht, aber ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Falls ich mal wieder ein Gewinnspiel machen sollte, habe ich auf jeden Fall einen kleinen Stapel an Banana Beauty Produkten, die ich verlosen könnte. Dieser Highlighter wird mit auf diesen Stapel wandern, denn ich mag Banana Beauty nicht. Ich brauche keinen Creme-Highlighter, von daher wandert der hier weiter. Eigentlich könnte ich mir den Text hier auch sparen, denn hier steht im Prinzip nur, dass dieser Highlighter eben einen zarten Schimmereffekt auf der Haut hinterlässt und er ist eben perfekt geeignet, um ihn gezielt über den Wangen oder den Lippen einzusetzen und dass man eben den perfekten Glow damit erreichen kann. Ja, es ist halt ein Creme-Highlighter, der ist bestimmt auch ganz schön, das möchte ich ihm gar nicht absprechen, aber ich brauche ihn halt nicht. Ihr merkt es selbst, die InStyle-Box ist wirklich immer pickepacke voll und wir haben nach wie vor immer noch drei Produkte mit drin. Anfangen möchte ich ganz gerne mit einem Duft. Und zwar hätten wir hier von Michalski Berlin das Intense Eau de Parfum mit drin. Hier steht jetzt tatsächlich nicht drauf, wonach es riechen soll. Das sieht von den Farben her ganz schön aus, aber ich werde es jetzt definitiv nicht öffnen, da ich im Allgemeinen kein Fan von den Michalski-Düften bin. Also wir hatten jetzt ja schon relativ viele Düfte in den Boxen. Also wir hatten ja einmal dieses sommerliche Parfüm, dann ein sehr süßliches in der Barbara-Box und die Düfte sind einfach nicht meins. Von daher werde ich diesen Duft jetzt hier auch zulassen. Von der Farbgestaltung her gefällt mir das mit dem Lila und mit dem Gold wirklich gut, aber ich habe da halt keine Verwendung für. Das ist aber gar nicht schlimm, denn ich habe eine liebe Freundin, der ich jedes Parfüm schenke. Also die hat einen Parfümfimmel und da werde ich meine Düfte immer ganz gut los. Von daher hoffe ich, dass ich ihr damit eine Freude mache. Aber nichtsdestotrotz ist ein Duft in einer Box natürlich immer eine schöne Sache. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass das Heftchen Aufschluss darüber liefert, nach was dieser Duft hier riechen soll. Aber das tut es nicht. Hier steht lediglich, dass es sich um ein floral-pudriges Eau de Parfum handelt und mehr nicht. Also sie gehen auf den Flakon und auf die Farbwahl ein, aber nicht, wonach es riecht. Ich gucke mal, dass ich euch die Duftnoten hier eventuell eingeblendet bekomme. Aber ansonsten, steht hier halt nicht wirklich was zu diesem Duft. Von daher, werde ich ihn gar nicht erst aufmachen, sondern ihn quasi blind verschenken. Bei dem vorletzten Produkt bin ich mir noch nicht komplett sicher, ob ich die Farbe gut oder scheußlich finde. Wir haben hier nämlich einmal von Annie einen Nagellack in der Farbe Twinkle Twinkle drin. Die Farbe sieht man jetzt, glaube ich, auf die Entfernung relativ schlecht, aber Twinkle Twinkle ist ein Chrome Nagellack, ich wollte gerade Lippenstift sagen, ein Chrome-Nagellack, der wahrscheinlich ein ultra-metallisches Finish haben wird.
Twinkle Twinkle ist ein, ich würde sagen, ein alt, metallisches Altrosa, welches mit silbrigen und goldigen Schimmerpartikeln durchzogen ist. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Farbe schön oder scheußlich finde. Metallische Nagellacke, da bin ich ähnlich skeptisch wie bei metallischen Lippenstiften. Also das kann leider Gottes ziemlich schnell sehr schlecht aussehen. Von daher, ich werde ihn wohl erstmal behalten, denke ich. Dann werde ich mal einen Testnagel lackieren und im Zweifelsfalle, ganz ehrlich, wird er in einem Trashpäckchen landen. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz einig, wie ich ihn nun finde. Testen werde ich ihn auf jeden Fall. Ich gehe aber irgendwie fast davon aus, dass der weiter wandern wird. Ich finde es ja immer interessant zu lesen, wenn die Produkte mit irgendwelchen speziellen Formeln angereichert sind, denn dieser Nagellack beinhaltet das speziell entwickelte Expert Gel One, welches wohl einen Schutzfilm bildet, um die Deckkraft des Lackes zu erhöhen. Außerdem sind hier wohl hochwertige Harze drin, die dem Nagellack einen langanhaltenden Glanz verleihen sollen. Die Textur ist splitterresistent und schnell trocknend. Klingt alles wirklich, wirklich gut und verlockend, aber ich muss halt wirklich mal schauen, denn die Farbe, da bin ich mir echt nicht sicher. Wir kommen einmal zum letzten Produkt der Box und zu meinem persönlichen Highlight. Wir hätten hier nämlich von Yankee Candle ein Dreier-Kerzenset mit drin, in der Duftrichtung Soft Blanket. Und ihr könnt das jetzt wahrscheinlich gar nicht so schön sehen, aber dieser Karton ist über und über mit kleinen Teddybären bedruckt, der eben ja in so einer kleinen, kuscheligen Decke liegt. Oh, Soft Blanket ist auch ein absoluter Klassiker von Yankee Candle. Ich hatte die Kerze selbst lange Jahre zu Hause. Das ist ein richtig schön frischer Wäscheduft, würde ich sagen, der aber so eine gewisse Heimeligkeit noch ausstrahlt. Also über dieses Trio habe ich mich wirklich unheimlich gefreut. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan der Yankee Candle Kerzen. Ich muss mal schauen, ob ich die jetzt hier ad hoc rausbekomme. Da kann ich euch die nämlich mal zeigen. Und ich finde, dieses Trio ist einfach nur unheimlich niedlich. Und wer zündet im Winter nicht gerne Kerzen an? So, hier haben wir einmal so ein kleines Teelicht. Also ihr habt hier wirklich ein richtig hochwertiges, kleines, gläsernes Teelicht. Oh, Soft Blanket riecht wirklich, wirklich gut. Ich habe den Duft aktuell nicht in meiner Sammlung und bereue es tatsächlich gerade ein bisschen. Oh, Soft Blanket ist wirklich ein absoluter Klassiker. Ein ähnlicher Klassiker wie Clean Cotton. Aber Clean Cotton riecht viel, viel beißender als beispielsweise eben ja, Soft Blanket. Plus ist diese Verpackung mit diesem kleinen Bärchen hier auch einfach nur der absolute Renner. Also ich finde, das ist ein richtig, richtig tolles Knallerprodukt, über welches ich mich sehr freue. Ich muss mich übrigens korrigieren, denn bei diesen Kerzen handelt es sich nicht um Teelichter, sondern um Votivkerzen. Yankee Candle hat sowohl Teelichter als auch Votivkerzen und ich hätte gedacht, dass die Votivkerzen ein bisschen höher sind. Aber das hier sind Votivkerzen, ja, und keine Teelichter. Soft Blanket riecht übrigens nach reinem Zitrus, nach luxuriöser Vanille und warmen Bernsteinnoten. Die Votive sollen ungefähr 10 Stunden brennen und ich finde, das ist schon, ja, das ist eine gute Länge für so eine kleine Kerze. Und wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, das ist wirklich eine richtig tolle Sache, über welche ich mich sehr freue. So ihr Lieben, wir wären einmal am Ende des Unboxings angekommen und ich muss sagen, dass das eine richtig schöne Box war. Also die hat mir wirklich richtig gut gefallen. Es waren schön abwechslungsreiche Produkte drin, es waren Produkte drin, die man im Winter auch gut gebrauchen kann und alles in allem war es auch eine richtig schön durchdachte Mischung. Man hatte wirklich von allem etwas drin. Man hatte einen Duft, man hatte was für den Körper, man hatte was für die Haare, man hatte Kerzen mit drin, man hatte Säfte mit drin. Also es war wirklich eine richtig schöne Mischung und die Box hat mir sogar noch besser gefallen als die letzte InStyle Box.
Und ach, das war jetzt wirklich ein richtig schöner Boxenstart 2023. Ich musste gerade kurz überlegen, welchen Tag wir haben, da ich nach wie vor heute am 22.12. für das neue Jahr vordrehe. Von daher bin ich ganz ehrlich, ich habe die Übersicht verloren, welchen Tag wir heute haben. Ich glaube, wir haben Mittwoch. Mich würde jetzt an dieser Stelle aber brennend interessieren, wie euch die Box gefallen hat. Ich kann mir vorstellen, dass diese Box richtig gut angekommen ist, da eben wirklich so schöne, hochwertige und vielseitige Produkte mit dabei waren. Aber wie gesagt, fühlt euch frei, mir das unten in den Kommentaren einmal dazulassen, denn wie ihr wisst, ich liebe die Interaktion mit euch und das ist mir sehr wichtig. Ich bin sowieso immer neugierig, wie ihr die Boxen so findet. Von daher, ja, legt los und lasst mir einen lieben Kommentar da. Andernfalls wären wir aber schon am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich für euer Einschalten und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns auch bei meinem nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne, schöne Restwoche. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao.